The Iron Claw erzählt die Geschichte der Familie Von Erich. Im Zentrum steht Kevin, gespielt von Zac Efron, der gemeinsam mit seinen Brüdern David, Mike und Carrie in der Welt des Pro-Wrestling seinen Stand sucht. Diese Leidenschaft für Wrestling wurde ihnen allerdings anerzogen von ihrem Vater, der hier wunderbar furchteinflößend von Holt McCallany gespielt wird. Der ist ganz klar das Oberhaupt der Familie und der Strippenzieher. Der Film ist im Grunde ein Drama über familiäres Trauma und über den Schaden, den der Vater seinen Sohn gegenüber verursacht. Die Iron Claw basiert auch auf einer wahren Geschichte. Die aus Texas stammende Familie Von Erich war maßgeblich für die Entwicklung des professionellen Wrestlings. Ich war früher auch ein großer Wrestling-Fan, vor allem so in den Hochzeiten John Cenas. Deswegen freut es mich immer, wenn wir dann doch mal Wrestling-Biopics bekommen. Der letzte herausragende Film war wohl Fighting With My Family, der die Geschichte der Wrestlerin Paige erzählt, eine wichtige Figur in der Entwicklung des Frauenwrestlings. Den kann ich auch nur empfehlen. Fighting With My Family hat mich außerdem mit einer meiner Lieblingsschauspielerinnen vertraut gemacht, nämlich Florence Pugh. Was bei solchen Wrestling-Filmen oft schwierig ist, ist das fehlende Eingeständnis des inszenierten Charakters der Matches. Ich hasse die Aussage, Wrestling ist fake. Sowas diskreditiert total die AthletInnen, die für die Unterhaltung des Publikums im Ring ihre Gesundheit und teilweise ihr Leben aufs Spiel setzen. Klar, die Rahmenhandlung, die ungefähren Abläufe der Matches und die Ergebnisse sind natürlich gescriptet. Die Verletzungsgefahr, das Charisma der AthletInnen und ihre herausragenden physischen Fähigkeiten sind natürlich echt. Und das hat mich immer so fasziniert. Egal, ob man als bevorstehender Verlierer oder feststehender Gewinner in den Ring tritt, es geht darum, das Publikum zu entfachen, ihnen eine ordentliche Show zu bieten und das unter vollem Körpereinsatz. Im Gegensatz zu Fighting With My Family macht The Iron Claw kein Geheimnis aus der Inszeniertheit dieses Sports. In einer Szene erklärt Zac Efrons Figur Kevin seiner späteren Frau Pam, die hier von Lily James gespielt wird, wie er die Rangfolge im Wrestling betrachtet. Er vergleicht einen Titelgewinn mit einer Beförderung im Job. Dadurch, dass er sich in vorherigen Matches als charismatischen Publikumsliebling beweist, wird ihm von der Autorenschaft hinter den Matches ein Titel verliehen. Diese Attitüde ist maßgeblich für die Figuren in diesem Film. Sei der Beste, sei der, der das Publikum am meisten begeistert, dann wirst du Erfolg ernten. Diese Message wurde klar vom Familienvater in seine Söhne eingehämmert. Die Iron Claw erzählt eine düstere Geschichte eines manipulativen Vaters, der die Zuneigung, die er seinen Kindern gegenüber zeigt, von deren Erfolgen abhängig macht. Daraus macht er auch kein Geheimnis. Schon zu Beginn des Films etabliert er eine klare Rangliste und bewertet seine Söhne von Platz 1 bis 4. Die Söhne versuchen alle auf ihre eigene Weise mit diesen Anforderungen ihres Vaters umzugehen. Der jüngste Sohn Mike will sich zum Beispiel am liebsten distanzieren. Seine Leidenschaft ist nun mal nicht der Sport, sondern die Musik. Die anderen beiden Brüder David, der von Harris Dickinson gespielt wird, und Carrie, der von dem Hauptdarsteller aus The Bear, nämlich Jeremy Allen White, verkörpert wird, haben auch ihre ganz eigenen Umgangsweisen mit diesen Anforderungen ihres Vaters. Zac Efrons Kevin ist der älteste Sohn und körperlich erfüllt er die Standards seines Vaters. Allerdings tut er sich zum Beispiel am Mikrofon schwer, was nun mal auch ein wichtiger Aspekt des Wrestlings ist. Alle vier Brüder bekämpfen über den Film die Dämonen, die ihr Vater ihnen mitgegeben hat. Der Wrestling-Ring wird zu einem furchteinflößenden, traumatisierenden Ort. Die Grenzen häuslicher Gewalt verschwimmen hier durch die gemeinsame familiäre Leidenschaft fürs Wrestling, was natürlich inhärent sehr gewalttätig ist. Holt McCallany spielt die Rolle des Fritz Von Erich so unglaublich gut. Ich würde mir wirklich eine Oscar-Nominierung für ihn wünschen. Die hätte Zac Efron aber meiner Ansicht nach genauso verdient, womit ich wirklich niemals gerechnet hätte. Die Iron Claw schafft es übrigens auch trotz seinem starken Fokus auf die Beziehung zwischen fünf männlichen Figuren, die Mutter der Von Erich-Kinder sowie Pam, Kevins Frau, zu thematisieren. Eine Szene zwischen den beiden weiblichen Figuren zählte für mich auch zu den emotionalsten des Films. Für mich wäre dieser Film ein Kandidat für den Oscar als bester Film. Es ist ein meisterhaft inszeniertes Drama, das mich emotional so sehr gepackt hat, wie kaum ein Film das dieses Jahr konnte. Der Regisseur und Drehbuchautor Sean Durkin war mir vorher kein Begriff, doch ab jetzt werde ich seine Karriere definitiv ganz genau verfolgen. Die Iron Claw brilliert in seinen stillen Momenten voller starker Emotionen. Es ist ein sehr trauriger Film, bei dem ich auch viele Tränen verdrücken musste. Die tragischen Schicksale der Familie Von Erich gingen mir wirklich sehr nahe. Doch es ist auch ein hoffnungsvoller Film.
Über den Film hinweg wird ständig der Von Erich-Fluch thematisiert. Diesen Fluch gibt es natürlich nicht. Die Leiden des Vaters sind größtenteils selbst verschuldet. Die Söhne sind Opfer seines Verhaltens. Die letzte Szene dieses Films war für mich auch absolut perfekt. Die Iron Claw ist ein ganz großartiger Film über eine tragische Familiengeschichte, über das Entfliehen eines familiären Traumas und den Zusammenhalt von Brüdern. Es geht um den in die Wiege gelegten Drang nach Erfolg und der Abkehr von diesem. Es geht um die Befreiung aus einer missbräuchlichen Familiendynamik und all den Folgen, die diese mit sich bringt. Ich war völlig sprachlos und emotional wirklich sehr erschüttert nach The Iron Claw. Das Einzige, was diesen Film für mich von einer glatten 10 von 10 abhält, ist ein etwas fehl am Platz wirkendes Ric Flair-Double. Der bunte und schrille Wrestler Ric Flair, der in den 80er Jahren vor allem so viel Erfolg hatte, hat halt nun mal einen Teil in dieser wahren Geschichte. Doch für mich kann kein Darsteller diesen einmaligen Ric Flair-Charme replizieren und das wirkte hier etwas seltsam. Für mich, der mit Ric Flair vertraut ist. Wenn man Ric Flair nicht kennt, wirkt das wahrscheinlich noch irritierender. Da sind den Filmschaffenden natürlich die Hände gebunden, aber stellt euch vor, hier im dritten Akt kommt dann auf einmal Ryan Goslings Ken mit in den Ring und das ist ein ziemlicher Schock, was so den sonstigen Ton dieses Films angeht. Zusätzlich kam mir der Film in ein paar Einstellungen etwas langatmig vor. Ansonsten ist die Iron Claw eine triumphale filmische Biografie, die sich dieses Jahr auch nicht vor Oppenheimer oder Killers of the Flower Moon zu verstecken braucht. Ich befürchte, dass dieser Film leider viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen wird und vermutlich bei den Oscars auch leer ausgehen wird. Zac Efron, Holt McCallany und Harris Dickinson sind nun mal nicht Leonardo DiCaprio, Matt Damon und Cillian Murphy. Trotzdem kann ich euch diesen Film nur wärmstens empfehlen, er geht unter die Haut, aber diese Geschichte mitzuerleben ist den Preis absolut wert.